Die Europäer tragen die Hauptverantwortung für die Lösung der Flüchtlingskrise, vor allem deswegen, dass diese Krise sich im unmittelbaren Umfeld der Europäischen Union abspielt. Und ohne die Europäer können sie nicht gelöst werden. Aber die Verantwortung der Europäer ergibt sich natürlich nicht aus Sicherheits- und nicht ausschließlich aus Sicherheits- oder außenpolitischen Kontexten, sondern auch daraus, dass wir unsere völkerrechtlichen Verpflichtungen und humanitären Verpflichtungen auch ernst nehmen müssen. Und das ist eben diese Dimension, die in den letzten Monaten bei allen diesen Diskussionen, die wir in Europa führen, ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Aber daran müssen wir immer wieder erinnert werden, dass die Genfer Konvention alle dazu verpflichtet, die Flüchtlinge vor allem zu retten. Und erst an der zweiten Stelle die Konsequenzen daraus, die sich für Europa ergeben, zu bewältigen. Die Maxime der europäischen Flüchtlingspolitik muss sein, dass neben der Beachtung der Genfer Flüchtlingskonvention wir auch Kooperationen mit den Nachbarländern Europas, wie heute der Türkei, eingehen müssen. Das ist ja manchmal sehr schwer und auch mit einem gewissen Preis verbunden. Aber diese Kooperation ist absolut essentiell, um die Flüchtlingskrise oder die Migrationsströme zu kontrollieren und diese Probleme im Sinne Europas zu lösen. Eine interessante Frage in diesem Zusammenhang ist, ob wir mit einer Ost-West-Spaltung hier in Europa zu tun haben. Das ist eine Frage, die viele momentan beschäftigt. Und natürlich, glaube ich, ist etwas dran, dass die Erfahrungen Osteuropas oder Mittel- und Osteuropas anders sind als die in Westeuropa. Das bedeutet bei weitem nicht, dass die Ablehnung zum Beispiel der Aufnahme der Flüchtlinge in den mittel- und osteuropäischen Ländern unbedingt größer sein muss als in anderen europäischen Staaten. Die Gründe dafür sind aber sehr oft anders. Also in Mittelosteuropa zum Beispiel haben wir mit Ländern und Gesellschaften zu tun, die relativ wenig Erfahrung mit dem Multikulturalismus haben, die ziemlich homogen sind, ethnisch und religiös. Wir haben auch mit Ländern zu tun, die in ihrer Geschichte damit immer konfrontiert waren, dass das Böse immer von außen kam, dass die Gefährdung ihrer nationalen Identität, ihrer nationalen Unabhängigkeit immer von außen kam. In Deutschland zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Ländern war das anders. Also das Böse in der deutschen Geschichte kam nicht unbedingt von außen, die kam auch von innen. Und das ist eben dieser psychologische oder historische Kontext, der Mittel- und Osteuropa vielleicht von einigen Ländern Westeuropas unterscheidet und auch einiges erklärt von den Reaktionen, die auch in dieser Krise zu beobachten sind, wo eben dieses Gefühl, dass wir zum Beispiel bei der Aufnahme der Flüchtlinge oder Migranten Risiken eingehen, die wir dann nicht bewältigen werden können, das ist ja in Mittelosteuropa vielleicht stärker ausgeprägt. Und das hat auch noch mit einem Faktor zu tun, nämlich mit der Schwäche des Staates und mit dem niedrigen, schwachen Vertrauen in die Fähigkeiten, die Kapazitäten des Staates in Mittel- und Osteuropa. Der Staat in Osteuropa ist eigentlich ein kleiner Staat, ein schwacher Staat, der eben auch kein großes Vertrauen in der Gesellschaft genießt. Und die Bürger trauen dem Staat nicht zu, Probleme zu bewältigen, die sich zum Beispiel aus der Aufnahme einer großen Zahl der Flüchtlinge geben würden. Wir werden Schwierigkeiten haben, einen Konsens unter den 28 Ländern zu finden, in puncto verpflichtende Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Deswegen müssen wir darüber nachdenken, ob wir auch andere Mechanismen der fairen Lastenteilung in der Flüchtlingspolitik finden,
ohne dass ein Teil der Länder, die eben die Aufnahme der Flüchtlinge aus welchen Gründen auch immer ablehnt, dazu verpflichtet wird, eben dieser Verpflichtung zu folgen. Das kann eine vielleicht finanzielle Lastenteilung sein. Das können vielleicht andere Mechanismen sein, aber ich glaube, diese Frage können wir nicht umgehen. Die Kooperation mit den Nachbarländern muss zumindest zwei Aspekte berücksichtigen. Es wird keine erfolgreiche Kooperation mit der Türkei oder mit anderen Ländern geben, ohne dass sich die Europäische Union verpflichtet, direkt aus diesen Ländern Flüchtlinge aufzunehmen. Das heißt, legale Wege der Migration und der Umsiedlung nach Europa zu eröffnen. Das ist absolut notwendig, weil die Länder wie die Türkei, Jordanien oder Libanon, die sind erdrückt momentan von der Last der Aufnahme der Flüchtlinge und die müssen entlastet werden. Und der zweite Aspekt ist, dass wir mit diesen Ländern zusammen auch die Bedingungen für die Flüchtlinge in diesen Ländern verbessern müssen. Und dabei muss die Europäische Union auch diesen Ländern helfen, finanziell, aber auch in jeder anderen Hinsicht. Und das ist, ich glaube, diese zwei Aspekte sind absolut essentiell. Und das ist die Lehre aus der Vergangenheit, dass Europa seine Außengrenzen ohne die Kooperation mit den Nachbarländern nicht schützen kann.